Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker, heute mit einem Gameplay-Video hier in Battlefield 2 und zwar inklusive Waffenrealitätsanalyse. Der Ripstick-Fan von YouTube hat mich darauf gebracht, auf die Idee. Ich habe also ein Video auch schon von Crysis 2 gemacht, wo die Waffen wirklich realistisch umgesetzt werden und jetzt habe ich es mir auch hier einmal angeschaut. Leider muss ich das Ganze in einem richtigen Gameplay machen, denn es ist bei Battlefield ja nicht möglich, ein privates Match zu machen, bis zu eröffnen, dass man das hier alleine machen kann, das geht nicht. Ja, hier habe ich gleich die AUG genommen und die schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Ich habe meinen Start genutzt, um das mal zu testen, wie sich die verhält. Gleich auffallen tut, dass hier das Abfeuern der Schüsse nicht so schön umgesetzt ist wie in Crysis, aber wir werden gleich sehen, wir schauen uns das jetzt wieder in der 25%igen Zeitlupe, also nur 25% von der richtigen Geschwindigkeit, und dann werden wir das genau sehen, was gemeint ist. So, hier im Replay, wenn ich die Salben jetzt anschaut, man merkt, erstens ist der Auswurf der Hülsen auf der rechten Seite gut, das ist einfach konstruktionsbedingt so, aber man sieht auch bei den Schüssen von der Animation her, von der Technik, von der Mechanik des Gewehres jetzt nicht so fein dargestellt, wie man es vom Crysis gewohnt ist. Natürlich muss man sagen, Battlefield ist schon ein älteres Spiel, das gibt es ja schon, gute Frage, 2 Jahre glaube ich. Auf jeden Fall für konsolenmäßige Zeiten ein uraltes Game. Und trotzdem nach wie vor absolut geil und es macht wirklich Fun. Und es hat, wie ich es schon x-mal gesagt habe, für mich wirklich Kriegscharakter, was hier abspielt. Und deshalb schauen wir auch das Gameplay gleich ein bisschen an. Ich schnappe mir den Abrams Panzer und pushe gleich einmal nach vorne in die feindliche Basis. Ich muss überhaupt sagen, dass diese Runde relativ flott gelaufen ist. Also gleich für einen Kaio von Anfang an zu sagen, ich glaube nicht, dass ich einen Epic Fail von mir drinnen habe. Zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ja, jetzt beim letzten Gameplay gut dazugeschrieben. Ich habe immer einen genial Bitwalker-Move, nenne ich es schon fast, der blöder nicht sein kann, aber was soll's, der gehört einfach dazu. Gut, hier geht's also in die erste Basis rein, mit dem Abrams bis davor, dann merke ich, dass ich hier was Böses abbekomme und gehe dann zu Fuß weiter. Ja, es ist nicht immer sinnvoll, gleich mit dem großen Kaliber hier reinzurauschen, oft bringt es auch was, einfach mit kleinem Gerät vorauszurücken und eben entsprechend zu sichern. Ja, dieser Granatenschuss war einfach für einen Hugo. Ich wollte eigentlich eine Rauchgranate schießen, aber ja, hatte keine dabei. Dafür schmeißen wir mal eine Granate hier beim Fenster rein und schauen mal nach, was sich da drinnen tut. Und ja, Agrat versteckt sich hier, ein Sanitäter. Danke, gute Nacht. Das Plus hat ja nichts geholfen. Ich schieße auf alles, was sich bewegt und nicht bewegt. Ob ich treffe, ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, und hier geht dann auch schon Station B hoch, also das ging ratzfatz mit A und B. Ja, die Lobby ist auch noch für sich voll, aber so richtig Gegner umherlaufen sieht man nicht. Also ich habe mir anfangs gedacht, wir spielen hier alleine, aber nein, das war nicht so. Nur eben haben sich die irgendwie gut getan, versteckt, sind die untergetaucht, ja, keine Ahnung, wo sich alle verkrochen haben. Ja, ich lasse euch jetzt ein bisschen mit dem Gameplay alleine bis zur nächsten Waffe. Ich habe einfach, wenn ich gestorben bin, eine neue Waffe gewählt und dann schauen wir uns die nächste an, wie die umgesetzt ist. Also viel Spaß beim Weiterschauen. So, und da hat es mich auch schon wieder gefressen, oder das erste Mal eigentlich gefressen. Und jetzt schalte ich um auf die
M416. Na, hier ist sie ja. Und schauen uns diesmal an. M416 ist ja auch eine Dauerfeuerknarre. Ja, wir sehen hier in der Animation den Hülsenauswurf. Und in der Zeitlupe sehen wir, dass es auch hier an Detailverliebtheit fehlt, leider. Einzig, was wirklich schön ist, ist zu sehen, wie er die Munition auswirft. So. Man sieht zum Beispiel hier die Klappe vom Munitionsauswurf, also vom Hülsenauswurf, die klappt ein bisschen herum. Die Patrone drinnen bleibt eigentlich immer drin und die Animation beginnt erst einige Zentimeter nach der Knarre. Dafür ist jetzt dann schön zu sehen, wie er das Magazin rausnimmt. Er drückt dann mit dem linken Daumen einen Knopf. Das sollten wir jetzt gleich zu Gesicht bekommen. Achte darauf, er drückt da auf den Knopf. Das Magazin wird ausgeworfen, neues Magazin rein und ist wieder da. Schön ist bei den Magazinen auch zu sehen, dass wirklich Kugeln drinnen sind. Also das ist wieder die Detailverliebtheit, die ich mag. Aber die Umsetzung der Waffen ist hier jetzt nicht so genau wie bei anderen Games. Allerdings, wie ihr es mir auch schon kommentiert habt bei meiner Crisis-Waffenanalyse, bei welchem Schwein fällt das schon auf in dem Gameplay? Wenn es rund geht, dann schaut doch kein Mensch darauf, wie genau die Waffe umgesetzt ist. Ja, ich schon. Ladung ist scharf! Achtung! Ja, und auch hier in der City war A und B relativ schnell eingenommen. Wie gesagt, mir ging das Ganze hier ein bisschen fast zu schnell. Ich bin gar nicht mitbekommen, was, wo, wie läuft. Ich habe eigentlich nie so richtig was zu tun. Ihr habt, glaube ich, gesehen, ich glaube, ich habe bis dato noch keinen einzigen Kill. Wie denn auch und wo denn auch. Ich habe auch noch gar keinen Gegner gesehen. Ja, außer hier dann. Hier sehe ich einen Gegner und mache das, was ich ganz gut kann. Mal mächtig daneben schießen. Und ja, er killt mich damit auf ganz elegante Weise einfach mit der RPG. Aber das ist gleich die Gelegenheit, eine neue Knarre auszuwählen. Und zwar habe ich mich entschieden, dann die M16 zu nehmen. Die M16 ist eine Salvenknarre, das spricht, die schießt immer in Dreier-Salven. An und für sich ein beliebtes Gewehr bei den Marines, allerdings war die erste Serie sehr anfällig. Und auch hier sehen wir die Klappe, wo die Hülsen ausgeworfen werden und in der Slow Motion ebenfalls zu erkennen, dass das Ganze ja wieder sehr filigran übersetzt ist. Aber das ist wenigstens eine Knarre, die repetiert wird, allerdings auch nicht korrekt, sondern hier wird immer repetiert, was ja eigentlich nicht stimmt. Repetieren muss man ja an und für sich nur, wenn wirklich die letzte Kugel auch verschossen ist und eine neue Kugel in den Lauf geführt werden muss. Also, ja, wie gesagt, im Gameplay fehlt es keinem auf, aber mir schon. Das muss einfach passen. Es nutzt ja nichts. Ladung ist gesetzt. Hier rumst es gleich. Aber
Okay, wir haben Einsatzziel Alpha gerettet. Ladung ist fort. Achtung, Feinde, schaltet sie aus. Feindliche Infanterie gesichtet. Habe Feind in Sicht. Ja, ihr habt es gesehen, die Lobby ist wirklich voll und trotzdem A und B ist zerstört. Ohne meinem Zutun, ich habe wieder eigentlich bis auf den einen, der mich damit der RPG gekillt hat, keinen Gegner gesehen. Ja, Tarnmodus, nö, habe ich keinen. Ja, keine Ahnung, warum ich hier eigentlich so links liegen gelassen wurde von allen, von den Gegnern und auch von den eigenen Mitspielern. Hier, Wolf 2, haben die Einsatzziele gesichert, sind jetzt unterwegs zur nächsten Basis. Aus! Ja, hier mal schnell ein Squad gesucht, damit man auch weiter vorne einsteigen kann. Und ich habe vergessen, eine Knarre zu wechseln, habe mir gedacht, na, ist doch wurscht. Dann schauen wir uns einfach mal den Granatwerfer an, den ich standardmäßig unten montiert habe. Beim Angriff hier jetzt mit Sprenggranaten. Und auch das in der Slow Motion. Hier nochmal. Abgefeuert. Schiebt ihn nach vorne, Hülse fällt aus. Neue Patrone rein, Hülse zu. Schaut ja an und für sich recht nett aus. Ja, und bei meiner nächsten Wiederauferstehung die F2000 eingepackt, eine Knarre, die wirklich furchtbar schnell schießt. Leider hier auch der Munitionsauswurf auf der rechten Seite. Und ja, wie ihr seht, gibt es auch hier nicht besonders viel zu sagen, beziehungsweise zum Zeigen.
In der Slow Motion sieht man auch nicht besonders viel. Es wird gefeuert, die Hülsen fallen rechts raus. Aber an und für sich sonst nichts irgendwie von bemerkenswerter Animation. Aber hier habt ihr auch schön gesehen, bei den Magazinen sind die Kugeln zu erkennen. Zumindest schaut es danach aus, als wenn man wirklich mit etwas schießt, was Wumms hat. Ja, und hier habe ich dann jetzt mal gedacht, jetzt schalte ich mal auf meine wuchtige Knarre um, auf die M95. Die M95 ist ein Kaliber 50, also das hat wirklich ordentlich Munition drinnen, das kracht und scheppert, und wenn die wo einschlägt, dann heißt es nur mehr gute Nacht, egal ob es jetzt ein Kopf des Gegners ist oder ein Motorblock von einem Chevy, da die Kugel fährt sicher durch. Und hier ebenfalls, das probiert die Schüsse abzufeuern, mir gefällt es irrsinnig sehr gut, wie immer repetiert. Und auch das schauen wir uns in der Zeitlupe noch einmal an. Und achtet hier auf dieses Munitionspaket, auf das Magazin. Das sind wirklich Hülsen. Oh, die könnt ihr als Unterlegkeil für einen LKW hernehmen. So, alles da ist schön animiert. Natürlich, auf der einen Seite gibt es nicht besonders viel. Okay, der Nachbar draußen hat genießt. Also nicht wundern, was hier für Geräusche sind. Ich arbeite hier bei offenem Balkonfenster. So, und achtet auf das Magazin, hier stecken die großen Hülsen drin. Müsst ihr euch mal auf Wikipedia anschauen, damit ihr mal einen Größenvergleich habt. Die Knarre nennt sich auch M92 Barrett. Und ja, das ist wirklich ein brutal brachiales Gerät. Uah. Gebt mir Deckung, muss nachladen. Hier ist Munition.
Ja, dann hier nochmal schnell die AEK getestet, wie die hier so agiert. Aber auch hier sieht der Kugelauswurf bzw. der Hülsenauswurf auf der rechten Seite. Ja, auch hier ist leider nichts oder leider wie auch immer nichts Bemerkenswertes an der Animation zu sehen. Auch hier das Magazin ordentlich bestückt mit Kugeln. Also das schaut schon gut aus und ja. Aber ich denke, für ein Game, das jetzt schon etliche Zeit am Puppe hat, ist es schon in Ordnung und ich sag's nochmal, im Gameplay fällt das keinem Schwein auf, was hier so abläuft. Sie haben unsere Sprengladung entschärft. Wir müssen wieder rein. Ja, und damit geht die Runde auch zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen über den Daumen hoch, über Feedback, Kommentare, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.